So, hier geht es einmal um das SoVD-Magazin im Daisy-Format. Ich drehe hier das Tablet einmal, damit wir einmal eine bessere Übersicht haben. So, jetzt wollen wir einmal schauen. Wie sind wir hier hingekommen? Wir wandern noch einmal zurück zu unserem Home-Bildschirm. Und dann wollen wir einmal erneut starten. Wir haben hier also einmal die Browser-App Chrome, da tippen wir einmal drauf und dann öffnet sich hier der Browser und wir wollen einmal einen neuen Tab öffnen, deswegen tippe ich hier einmal auf dieses Feld und dann, wo Suchen oder URL eingeben steht, geben wir einmal ein www.sovd.de und dann einmal auf Weiter, die Taste Weiter oder Suchen oder Öffnen, das ist unterschiedlich beschriftet. So. Datenschutz und Cookies akzeptieren, so. Und jetzt will ich einmal suchen und zwar hier auf die Schaltfläche Informieren, tippe ich einmal etwas länger drauf, das war zu lang, einmal kurz drauf tippen, SoVD-Magazin, denn dieses SoVD-Magazin, das gibt es auch im Daisy-Format. Hier steht also SoVD-Magazin. Wir freuen uns, Ihnen die aktuelle Ausgabe des Magazins vorstellen zu dürfen. Das neue Online-Medium der SoVD-Redaktion wird künftig an dieser Stelle parallel zur SoVD-Zeitung erscheinen. Dann gibt es einmal den Download des SoVD-Magazins als PDF-Dokument. Und dann gibt es einmal das sogenannte Daisy-Format. Und wie kann ich das herunterladen? Ich tippe einfach auf diesen Link hier, wo steht Download und dann suche ich mir eine App dafür aus zum Downloaden. Dafür nehme ich die Browser-App Chrome und gehe auf nur diesmal. Jetzt sagt er mir, soll diese Datei erneut heruntergeladen werden und ich sage ja. Und damit wird diese Datei heruntergeladen. Und nachdem diese Datei dann heruntergeladen ist, sie ist halt sehr lang, dann meldet sich hier mein Gerät einmal zurück. Das dauert jetzt eigentlich sehr lange. Das sind, glaube ich, 24 Minuten. Ah, doch nicht. Das ging jetzt hier doch relativ schnell. Und ich kann einmal diese Datei einmal öffnen. Das ist ein komprimierter Ordner, damit der Versand schneller geht. Und jetzt hätte ich natürlich auf Öffnen tippen können. Habe ich jetzt nicht gemacht. Wie kann ich jetzt weiterkommen? Ich würde einmal sagen, ich würde einmal hier zurückgehen auf meinem Home-Bildschirm und jetzt schaue ich halt, dass ich einen Dateimanager hier mir aussuche. Und zwar nehme ich hier in diesem Fall einmal die App Astro Dateimanager, die sieht so aus. Da tippe ich einmal drauf, die habe ich also installiert auf meinem Computer und dann kann ich den Inhalt dieses Computers sehen. Wenn ich also weiter hier hochgehe, komme ich zu der obersten Ebene. Das wäre hier die oberste Ebene, wo hier hinter kein weiterer Pfad steht, wo nur noch das Symbol einer Speicherkarte hier oben steht. Und wenn ich dann jetzt hier unten einmal hier hochschiebe, dann gibt es einen Hauptordner, der nennt sich Storage. S-T-O-R-A-G-E. Also ich kann leider kein Englisch, da tippe ich drauf. Und jetzt sehe ich den Hauptinhalt dieses Gerätes hier. Die SD-Card 0, das ist die Karte, die in diesem Gerät eingelötet ist. Die SD-Karte 1 ist die Karte, die SD-Karte, die man einschiebt. Wenn ich also hier einmal drauf tippe auf SD-Karte 0, dann befindet sich hier auf dieser eingelöteten SD-Karte einmal hier auch ein Ordner, der nennt sich Download. Und wenn ich hier einmal drauf tippe, dann sehe ich jetzt hier, dass ich hier dieses Daisy-Format schon ein zweites Mal heruntergeladen habe hier vom SoVD-Magazin 2017 vom Monat 6. Und wenn ich jetzt hier einmal drauf tippe, dann öffnet sich jetzt hier dieser Ordner und wird entpackt, sodass ich hier sofort mir diese Dateien einmal hier anhören kann, indem ich einfach nur einmal hier drauf tippe. Das geschieht allerdings hier in diesem Fall einmal mit dem VLC-Player, mit dieser App zum Beispiel, VLC-Player oder einer anderen App, die sich auf Ihrem Gerät dann befindet, können Sie auswählen und dann können Sie diese Dateien aber nur einzeln anhören.
Laut ist es. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Noch einmal zurück. Gehen wir mal hier drauf. Der Pass SoVD Magazin, Ausgabe 6, 2017. Ja, Sie sehen, Sie können sich immer nur eine einzelne Datei anhören, aber sie sind ja zusammenhängend. Deswegen gibt es ja dieses DAISY-Format. Und dieses DAISY-Format hat auch einen zusätzlichen Möglichkeit, dass wir ein Inhaltsverzeichnis haben, woraus wir eben weiter wählen können. So, diese App DAISY-Reader, die habe ich einmal heruntergeladen vom Play Store. Da bin ich also auf den Play Store gegangen und habe hier oben einmal in dem Suchfeld einmal reingetippt und habe dann einmal geschrieben DASY DAISY. DAISY? Nee, das ist verkehrt. DAISY. Und dann bin ich auf Suchen gegangen. Und dann sehe ich hier dieses Format DAISY hier. Diese App, die habe ich mir ausgesucht. Da habe ich dann drauf getippt und habe dann hier, stand dann bei mir installieren. Da habe ich drauf getippt und dann wurde mir hier das einmal her runtergeladen. Und zwar steht dazu einmal, ich gehe auf Weiterlesen hier, Lesen, DAISY Format 2.02 bzw. 3.0 Bücher mit diesem blinden Anwendung. Also das ist aus Englischen übersetzt hier. Und hier steht, das sehe ich jetzt hier einmal in Englisch. Und wenn ich hier einmal auf Übersetzen tippe, dann wird mir das Ganze angezeigt in habe ich schon übersetzen, dann steht das in Deutsch, also übersetzt hier. DAISY-Reader ist eine Anwendung und so weiter, eine kostenlose und leicht zugängliche Android-Buchreader, also ein Buchleser, speziell für blinde, sehbehinderte und lesebehinderte Nutzer. Die App unterstützt das DAISY-Format in Audio, Text und Bücher mit einfachen und blindenfreundlichen Benutzeroberfläche und so weiter. Dann steht hier noch weiteres dazu. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie wir die ganze App benutzen. Ich gehe jetzt also einmal zurück hier, indem ich das Fenster schließe. Und auch hier gehe ich einmal zurück. Und auch hier gehe ich zurück, damit ich auf meinem Homebildschirm wieder gelange. So, und hier haben wir jetzt einmal diese App DAISY-Reader. Und wenn ich hier einmal drauf tippe, dann habe ich hier die Möglichkeit, bestimmte Bücher einmal mir anzusehen. Hier habe ich zum Beispiel einmal ein Buch, leider geht das anscheinend nur in dem Hochformat. Ich kriege das hier nicht anders angezeigt, aber machen wir es mal so. Ich drehe mal das Ganze. So, und dann werde ich noch einmal hier etwas zurückgehen mit meiner Kamera. So. Ja, ich glaube, so, na doch etwas kleiner, so könnte es gehen. So, wenn ich jetzt also hier einmal auf Show Bookmark gehe, dann sehe ich jetzt hier, wo ich mich hier befinde. Ich könnte hier einmal zurückgehen, Table of Content. Also hier würde ich also einmal das Inhaltsverzeichnis sehen von dem aktuellen Buch, was ich jetzt gerade hier hochgeladen habe. Und zwar ist das das Buch Wegweiser durch die digitale Welt für ältere Bürgerinnen und Bürger. Ich tippe jetzt also einmal hier drauf und dann einmal hier auf Abspielen. Wegweiser durch die digitale Welt für ältere Bürgerinnen und Bürger. Hörfassung für Blinde und Sehbehinderte. Jetzt könnte ich hier weiter tippen. Zu diesem DAISY-Buch. In dem vorliegenden Deck bibliografische Angaben. Impressum. Herausgeber Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. So, und hier tippe ich jetzt mal drauf und jetzt zeige ich Ihnen, wo kann ich jetzt diese, das ist jetzt eine Werbung, die kann ich also ausblenden, indem ich auf das Schließensymbol tippe. Hier kann ich noch einmal auf zurückgehen, weil ich ja diese App schließen möchte. Also ich habe ein Buch heruntergeladen und zwar auf der Internetseite von Baxo. Dazu war ich hier drauf gegangen auf die Browser-App Chrome, habe dann hier einmal eingegeben, hier
eine neue App, einen neuen Tab habe ich geöffnet, bin dann hier auf Suchen oder URL angeben gegangen und habe dann eingegeben www.bagso, also bagso.de. Das war alles, was ich eingegeben habe. Bagso.de. Bagso.de. Jetzt geht er hier schon automatisch auf die Publikationen. Aber ich wollte ja zur Startseite von Bagso. Das wäre also hier die Startseite von Bagso. Und hier kann ich dann zum Beispiel auch mir Publikationen aussuchen, indem ich das zum Beispiel einmal hier vergrößere, damit ich das besser treffe mit dem Finger. Dann tippe ich hier einmal auf Publikationen. Und hier sehe ich dann verschiedene Publikationen. Hier steht unter anderem auch Publikation der Bagso. Und bei der Publikation Nummer 33 bin ich da fündig geworden. 33, da steht einmal Wegweiser durch die digitale Welt für ältere Bürgerinnen und Bürger. Siebte Auflage von 2014. Da tippe ich einmal drauf. Jetzt habe ich hier eine Internetseite, wo noch weitere Sachen stehen. Und hier steht zum Beispiel einmal eine Hörfassung, also Wegweiser durch die digitale Welt. Eine Hörfassung, die die Bagso mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV und der Deutschen Blindenstudienanstalt, in Klammern Blister, erstellte, wendet sich an blinde und sehbehinderte Personen. Und hier ist der Link für diese Hörfassung. Wenn ich hier also einmal drauf tippe, dann werde ich hier auf diese Seite geleitet. Und hier steht einmal Wegweiser durch die digitale Welt, jetzt auch als Hörbuch für blinde und sehbehinderte Menschen. Das Hörbuch mit Hinweisen zur barrierefreien Internetnutzung wurde im DAISY-Format erstellt, mit einem entsprechenden Abspielgerät, das wäre also diese App, DAISY, kann man im Text navigieren. Auch mit gängigen CD-Playern lässt sich die CD anhören, sofern der Player MP3-fähig ist. Aber Sie sehen, das ist nicht so vorteilhaft, hier mit einem Player, normalen Player, das anzuhören, sondern eine App wie diese App DAISY Reader, die ist da schon besser für geeignet. Wenn ich dann also hier das herunterladen will, müsste ich hier nur einmal drauf tippen. Hier stehen dann 58 Megabyte und jetzt wird mir angeboten, dass ich den Download durchführen kann mit einer dieser App. Ich suche mir die Browser-App Chrome aus, tippe da drauf und nur diesmal möchte ich das damit machen. Und jetzt wird mir das angeboten, dass die App erneut heruntergeladen wird, weil ich sie schon einmal drauf habe. Ich gehe also einmal auf Herunterladen und dann wird mir gleich diese App einmal dann angeboten. Und wenn ich dann, nachdem diese App hier auf diesem Gerät ist, einmal meinen Player einmal hochfahre, die App DAISY Player, dann kann ich auch darauf zugreifen. Das Ganze dauert jetzt etwas, weil das relativ groß ist, diese Datei, denn 58 Megabyte steht hier. Deshalb ist diese Datei auch einmal komprimiert in dem sogenannten ZIP-Format. Das heißt also, dass die eigentliche Datei, damit sie auf dem Wege hier rüber geschickt werden kann, hier steht einmal Öffnen. Ich tippe einmal auf Öffnen, mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Hier oben stand eben, dass diese Datei da ist. Und hier steht einmal Öffnen mit. Und jetzt kann ich mir irgendwas aussuchen. Ich nehme mir einmal hier die App, die hier drauf ist, ZIP-Archiver. Da tippe ich einmal drauf, dass ich die nur einmal verwenden will dafür. Hier steht einmal, der Ordner ist leer. Was habe ich denn davon erreicht? Ich habe hier ein Inhaltsverzeichnis. Hier sehe ich gar nichts. Also, aber es ist ja trotzdem drauf. Jetzt gehe ich einmal zurück zum Beenden, ganz zurück auf meinem Homebildschirm. Und jetzt könnte ich einmal hier diese App einmal öffnen und hier könnte ich zum Beispiel dann einmal hier schauen, was habe ich denn hier auf meinem Gerät hier. Ja, ich kenne mich jetzt hier noch nicht genau mit aus. Hier sind einzelne Angaben, was ich hier vielleicht schon angeschaut habe. Hier kann ich noch einmal zurückgehen. Hier kann ich hier das Inhaltsverzeichnis sehen, was ich hier gerade eben hier mir anschaue, das wäre eben einmal hier der Wegweiser durch die digitale Welt für ältere Bürgerinnen und Bürger. Hier könnte ich zum Beispiel einmal hier zu diesem DAISY-Buch, tippe ich einmal drauf. Und dann einmal auf zu diesem DAISY-Buch.
In dem vorliegenden DAISY-Buch kann man die einzelnen Abschnitte des Originalbuches direkt ansteuern. Das Buch besitzt insgesamt eine Ebene und weist folgende Gliederung auf. Stufe 1, Kapitel sowie nach der Buchvorlage benannte Abschnitte. Bibliografische Angaben. Das Hörbuch Wegweiser durch die digitale Welt für ältere Bürgerinnen und Bürger richtet sich sowohl an Menschen, die ins Internet einsteigen möchten, als auch an diejenigen, die dort bereits unterwegs sind und nun tiefer in die digitale Welt eintauchen wollen. So, ich würde einmal sagen, das soll es erst einmal gewesen sein. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.